Mein Name ist Michael und ich leite das Departement für Künstliche Intelligenz und Robotik hier bei SCS. Wir fokussieren uns vor allem auf zwei Gebiete. Das eine ist industrielle Robotik, also in der Produktion und Ähnliches. Und das andere sind mobile Roboter. Wir sind kein Anlagenbauer und wir bauen auch nicht physisch Roboter, sondern wir entwickeln Software, die schwierige und oft einzigartige Probleme löst, eben zum Beispiel in der Industrie. Für das setzen wir auch vermehrt künstliche Intelligenz ein, gerade zum Beispiel im Bereich der Qualitätskontrolle. Das zweite Gebiet sind mobile Roboter, zum Beispiel Trägerdrohnen, die wir Software dafür entwickeln. Diese Drohne kann autonom Menschen im Gelände erkennen, also zum Beispiel vermisste Personen in den Bergen und auch Glutnester von Waldbränden. Ich beschäftige mich seit meinem Studium an der ETH Lausanne mit Robotik und seit 2013 mit künstlicher Intelligenz. Damals, als ich angefangen habe, war das Gebiet noch eine komplette Nische. Und die meisten der Tools, die wir heute wie selbstverständlich einsetzen, wie PyTorch oder TensorFlow, hat es damals noch schlichtweg nicht gegeben. Es war eine gute Zeit, um mit dem anzufangen, weil wenn man alles einmal von Grund auf selber programmieren muss, dann lernt man viel mehr, als wenn man einfach auf fixfertige Tools zurückgreifen kann. Abgesehen von künstlicher Intelligenz sind Retrofits ein Thema, das uns auch immer mehr beschäftigt. Nicht nur im Robotikdepartement. Die Idee von einem Retrofit ist, dass wenn eine Anlage oder eine Maschine langsam mit Jahren gekommen ist, man nicht gerade die ganze Maschine ersetzt, sondern nur spezifisch die Komponenten, die auch wirklich ersetzt werden müssen. Kürzlich haben wir bei einem Lagersystem die Steuerung neu designt und programmiert, weil beim alten Design von der Steuerung hat es elektronische Komponenten drauf gehabt, die demnächst nicht hergestellt werden werden. Der Vorteil von einem Retrofit liegt auf der Hand. Es ist oft wesentlich kostengünstiger, als gerade das ganze System komplett zu ersetzen. Und auch hat man unter Umständen die Möglichkeit, noch Verbesserungen oder zusätzliche Features einzubauen.